Ja, das haben wir immer noch, können wir gleich beenden. Da müssen wir noch schmieden, stimmt. Okay, da müssen wir hierfür wohl zur Schwertküste gehen. Zum Schmied. Da müssen wir hin, okay, ansonsten müssen wir eigentlich nirgendwo mehr hin. Zu den früheren Inseln. Da haben wir sonst alles. Ist alles Insel der Toten, was hier ist. Und auf Antigua ist das da, stimmt. Sein Schatz. Da müssen wir hin. Und dann wäre die Hauptstory beendet. Mit den 4 Artefakten. Und dann würde theoretisch das Finale starten. Tja, na, das Ende ist in Sicht. Aber vorher kommt noch die Insel der Toten. So. Okay, also Hauptstory technisch gäbe es keinen Grund mehr, dahin zu gehen, zur Insel der Toten. Denn das eigentliche Ziel war, dahin zu gehen, mit Stahlbarts Geist zu reden, um herauszufinden, wo Cassias Schatz ist. Aber dieses Wissen hätte uns nicht weitergeholfen, weil uns das Lösungswort fehlte. Aber ja, stattdessen haben wir das jetzt hier gefunden. Und wir wissen, wo es ist. Das heißt, eigentlich könnten wir das überspringen, aber nee. Ich will nichts überspringen. Ist ja nur von der Hauptstory her. So, interessant. Okay, warte mal. Auf der Insel haben wir alles. Da haben wir alles finish. Okay, ja, wenn das so ist, noch einmal kurz schauen. Eine Runde quatschen. Bring mir Voodoo bei. Zeig mal her. Der Totenkult, keine Ahnung, was das ist. Man kann dich mal lernen. Okay, erklär mal. Was soll denn hier Totenkult sein? Weise mich im Totenkult ein. Der Totenkult verehrt die Toten. Unsere Ahnen. Aha. Wir benutzen unser Voodoo, um die Macht der Toten zu stärken. Aha. Ich werde dir die geheimen Formeln zeigen, die die Ahnen ehren und stärken. Aha, okay, und was soll das heißen? Ist das hier Nekromantie? Oder was soll das sein? Hey, versteh's immer noch nicht. Okay. Ich will meine Kenntnisse über den Totenkult verbessern. Dein Voodoo ist stark genug, um die schweren Rituale zu lernen. Sie geben den Geistern in unserer Welt noch mehr Macht. Okay, das war's schon. Einfach mehr Macht. Das ist alles, okay? Es reicht nicht mal, um die Tasse aufzufüllen währenddessen. Na, ist ja toll. Okay, was haben wir sonst noch hier? So gut bin ich auch nicht. Okay, wir haben nur Voodoo 6. Okay, das ist alles. Lass mich mal an den Voodoo-Kessel. Na, geh da weg. Okay, was können wir denn hier jetzt herstellen überhaupt? Okay, lass mal sehen. Dauerhafte Tränke. Da haben wir immer nur noch die 2. Da können wir eins tun. Okay, die anderen Rezepte fehlen immer noch. Die anderen 3. Und wir sind ja fast fertig. Kurz vorm Finale und wir haben die 3 immer noch nicht. Okay, keine Ahnung. War schon ein bisschen komisch gemacht hier. Talisman herstellen, Fähigkeit wird benötigt. Okay, und wie bekomme ich das? Talisman herstellen. Okay, außer auf der Insel der Toten ist noch so ein Stamm. Und wir bekommen von denen den Rest. Das kann auch sein. Denn das ist auch so ein Chaganumbi-Ort. Okay, interessant. Gut, dann gehen wir noch einmal dahin. Noch eine Runde quatschen, vielleicht haben die was Neues hier. Bleib wachsam, Hoshi. Na, halt's Maul, du Arschgeigen-Typ. Ich hasse euch alle hier. Zeig mir deine Ware. Gott, war das eine Scheiße hier. Mit denen. Und wir konnten nicht mal mit denen reden, die wollten nicht zuhören. Und der neue Häuptling, der dank uns zum Häuptling wurde, auf den war auch kein Verlass. Das war auch total wow. Einfach nur wow. Okay, Bauplan für einen Federohrring. 2000 Gold,
Und gefällt Nahnenstein, per Schmuck des Kriegers, nee. Ja, okay. Und hier wird auch nicht angezeigt, wie gut das Amulett überhaupt ist. Wurde auch hier ein bisschen nicht so gut gemacht. Tja, könnte man verbessern. Hätte man besser machen können, okay. Na, vielleicht ist das hier das mit dem Totenkult, die Zepter. Könnte sein. Der Macht, der Angst. Würde passen, was der Schamanentyp gelabert hat. Okay. Aber okay, brauchen wir nicht. Wir sind auch so schon stark genug. Haben alle umgeklatscht bis jetzt. So, und wir könnten noch viel mehr raushauen, aber ist nicht nötig. Yala, yala. Na, mit dir mache ich das nicht, du bist scheiße. Geh deines Weges, Pirat. Na, du kannst in den Tod gehen. Ah, diese Scheißtypen hier, und vor allem du. Du undankbares Stück Scheiße. Hoshi? Nutzloser Haufen. Nutzloser Scheißhaufen bist du. Ka, Ono. Du. Zeig mir deine Ware. Na, zeig mal her. Okay, hier brauchen wir nichts Neues, gut. Ah, wenn der schon mal hier ist, können wir auch mal verkaufen. Oder mal schauen, ob wir hier den Rest lernen können. Was wir so lernen können. So. Da haben wir 4 Stück. So, immer 1 für die Sammlung behalten. Denn ich bin ein Sammler. Da kann eins weg. Da kann eins weg. Tschüss. 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 Ja, wir haben so viel gesammelt. Oh, so viele Schätze. So, okay, warte mal. Ja, das da fehlt uns noch. Hieb, Stich und Wurfwaffen. Dieser Trank da fehlt uns. Dieser Trank da fehlt uns für Pistole, für Fernkampf. Und das hier auch noch, das Allgemeine. 3 Tränke fehlen uns noch. Aber keine Ahnung, wo man hier die Rezepte bekommt. Okay, das behalten wir. Da können wir ein bisschen verkaufen. Eine Rassel. Okay. Ja, gut, andererseits. Na komm, das verkaufen wir mal. Da verkaufen wir mal. Denn Wut und solches Zeug machen wir jetzt hier nicht mehr. Da das Finale eh bald kommt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir hier noch groß was machen müssen. Okay, das können wir noch ein bisschen verkaufen. Ein paar Krallen. Können wir ein bisschen verkaufen. Aber noch ein bisschen behalten. Sicherheitshalber. Okay, ne Auge brauchen wir. Das behalten wir. Zähne. Behalte ich auch mal ein bisschen. Da können wir mal 10 Stück verkaufen. Da können wir ein bisschen was verkaufen, aber wir haben so viel getötet. So viel getötet und rausgerissen. Ein paar Diamanten. Oder nee, warte, wir müssen noch schmieden, stimmt. Und da könnten wir das noch gebrauchen. Das heißt, das behalten wir noch, aber hier, das können wir alles verkaufen. 3 Affenstatuen, 3 Goldpokale, 3 Schalen, noch eine Schale, Kerzenleuchter, Karaffe, Silberpokal, Idol. Geil! Okay, ein doppeltes Rezept haben wir auch nicht gut. Geil, 14.000 Gold! 14.000 Gold! Hoch! Schön! Du. Ja, trotzdem wird es nicht ausreichen, bestimmt. Tavaloa, Hoshi. Shikumaloche? Ja, genau. Du bist nutzlos. Unterrichte mich in Voodoo. Was soll ich dir zeigen? Hast du Talisman? Zepter bauen. Magische Talismane bauen. Wirklich mächtige Flüche. Unterrichte mich in der schwarzen Magie.
Je besser du dich mit schwarzer Magie auskennst, desto wirksamer kannst du dein Zepter einsetzen. Ach so. Ich werde dir die alten geheimen Formeln beibringen, die deine Magier stärker machen. Diese Formeln sind ein Geschenk der Tivas selbst. Sie sind geheim und du darfst sie nicht weitergeben. Och, okay, zu spät. Da haben schon alle zugeschaut. Verdammt. Okay. Na gut, ich habe nur nichts versprochen, also ist alles gut. Okay, also das mit dem Zepter gehört zur schwarzen Magie. Aber was zur Hölle ist denn das andere? Ich verstehe es nicht. Was soll das andere sein? Ach, was soll's. Zeige mir, wie ich Voodoo-Zepter baue. Es waren die Tivas selbst, die unsere Ahnen gezeigt haben, wie man Voodoo nutzen kann. So. Das alte Wissen wurde aufgeschrieben und seitdem immer weitergegeben. Ist auch besser so. Was steht in den Aufzeichnungen? Neben den Materialien sind dort vor allem auch die Rituale aufgeführt, die dem Zepter Kraft geben. Diese Baupläne brauchst du. Okay, Baupläne. Das ist alles. Und man muss sie verstehen können. Zeige mir, wie ich magische Talismane baue. Damit deine Talismane stark sind, musst du die Kraft der Tivas in ihnen festhalten. Ach so. Jedes Ding auf dieser Welt trägt Kraft der Tivas in sich. Du musst diese Kraft entfesseln und im Talisman binden. Wie geht das? Du brauchst die richtigen Zutaten und musst die geheimen Rituale kennen. Sie werden in den Aufzeichnungen der Ahnen überliefert. Diese Baupläne brauchst du, um Talismane zu bauen. Tja, alles klar, ja, wieder Bauplan. Okay, das gleiche nochmal. Na, und hört sich so wie ein Seelenstein an. Unterricht? Warte mal. Das da können wir noch lernen. Ich will meine schwarze Magie verbessern. Ich zeige dir alles, was ich weiß. Durch dieses Wissen wirst du deine Zepter mit noch größerer Stärke einsetzen. Wenn du noch mehr lernen willst, musst du nach einem Voodoo-Meister suchen. Nur dort kannst du dein Wissen weiter vertiefen. Okay, ein Voodoo-Meister. Bestimmt auf der Insel der Toten. Okay, dann wird da wohl der Stamm sein, der letzte Stamm. Und da bekommen wir den Rest. Ich hoffe. Na, Schnauze. Okay, ansonsten, die Köchin ist dann noch. Und das war's dann hier. Ja, das war's dann hier. Dann auf Nimmerwiedersehen, die arschgeigen Typen. Oh, die sind mir so auf den Sack gegangen, ich hasse die. Wenn es im Rachen brennt, ist es gut. Ja, die Rache. Das Rache gelöst. Wenn es im Rachen brennt, dann ist es gut. Da kann man dann wie ein Drache Feuer spucken. Danke nochmal für deine Hilfe. Ja. Tschüss. Okay. Das war's dann hier. Könnt ihr noch ein bisschen quatschen? Okay, machen wir anders. Zurück zum Schiff. So. Okay, das war's auf der Insel hier. Das haben wir abgeschlossen. So. Dann kommt nachher die letzte Insel dran. Und der macht das immer noch. Interessante Zauberkunst. Mal schauen, ob die hier was Neues haben. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Schade, hat immer noch keine Zeit. Ja, die Piraten sind weg, aber er hat immer noch keine Zeit. Tja. Garcia ist tot. Na endlich, ich dachte schon, niemand würde ihn stoppen. Gar nicht schlecht für einen Piraten. Die Inquisition könnte Männer wie dich gebrauchen. Tja, man kann nie wissen, wo es einen hintreibt. Na, das war's. Unterrichte mich im Degenkampf. Was soll ich dir zeigen? So. Ja, und von mir aus könnt ihr diese Shankanumbi-Typen ausrotten. Ist mir jetzt egal. Okay, Degen? Nee. Ist dann doch zu viel Verschwendung. Für einen scheiß Degen. Jetzt habe ich erstmal genug von Abenteuern. Ah, kann ich verstehen. Wären wir doch niemand. Ja, dann wäre das nie passiert. So, was geht ab? Na komm ran, da muss ich weniger laufen. Zeig mir deine Ware. So, bin viel zu faul. Okay, hat hier nichts Interessantes. Ein Duelldegen, na vergiss es. So, tschüss. Okay, das war's. Nochmal zurück zum Schiff. Und da können wir gleich gehen.
Zuvor noch eine Runde quatschen. Okay, mit dir nicht. Na, mit Bones bestimmt. Na, was geht ab? Hat immer noch nichts gefunden? Okay. Sein Aurikulki. Seltsam, nicht wahr? Aber so steht es geschrieben. Ja, das mit dem Aurikulki ist echt seltsam. So. Da bin ich gespannt, wann er das bekommt. So, Bones, was geht ab? Ich verstehe nicht, wie sie dich nur dazu überreden konnten, Pirat zu werden. Warum? Sieh dir an, was aus mir geworden ist. Willst du auch so enden? Die Piraten haben den schönen Tod geweckt. Sie sind marahörig und wollen uns alle vernichten. Na, aber nicht alle Piraten, genau. Nicht alle. Ich jedenfalls nicht. Was macht dich so sicher, dass du verschont bleibst? Was macht deinen Geist stärker als den der anderen Piraten, die Mara verfielen? Leichtfertig bist du. So bin ich das. Entspann dich mal wieder, mein Freund. Ich weiß ja, wie du dich fühlst, aber das bringt uns nicht weiter. Mag ja sein, aber... Noch haben wir nicht verloren. Ich brauche dich hier an Bord meines Schiffes. Nur wenn wir zusammenhalten, haben wir eine Chance. Klar? Ja, ist schon gut. Also, reiß dich zusammen. Weil... Na, ist auch besser so. Okay. Na, das war alles. Tja, na, wir brauchen 4 Leute für 4 Artefakte. Das heißt, du musst mithelfen. Erzähl mir mehr von deinem Problem und dem Reich der Toten. Ich weiß nicht wie, aber ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir gestorben ist. Ich spüre ihn. Er ist auf der Suche. Er will zu mir. Er weiß nur nicht wie. Du musst mir helfen. Okay, sowas wie, was mit Brug passiert ist. Was mit der Seele und so, kann sein. Sicher, wenn ich das kann. Mein verwirrter Geist muss einen Weg zu mir finden. Er braucht einen Wegweiser. Und was könnte der Wegweiser sein? Als Kind habe ich mich einmal im Wald verirrt. Mein Vater aber hängte seinen weißen Schal in den höchsten Baum des Waldes und wartete dort auf mich. Als ich den weißen Schal sah, wusste ich, wie ich meinen Vater finde und war bald wieder zu Hause. Okay, soll das jetzt ja auch tun? Okay. Ich soll ihm einfach weißer Schal sagen und das war's? Keine Ahnung, ob es klappt. Das ist alles, was mir dazu einfällt. Wenigstens etwas. Wenn ich einmal im Reich der Toten an jemandem vorbeikomme, der so aussieht wie du, sage ich dir Bescheid. Das ist ganz schön verrückt, was? Geht so. Ich habe schon Verrückteres gehört. Da fällt mir gerade nicht ein, was, aber es gibt bestimmt was. Okay, ja, und das ist auch noch die große Frage. Wen nehmen wir auf der Insel der Toten mit? Das ist echt schwer. Die schwerste Entscheidung bisher. Was kannst du mir beibringen? Ich war lange im Dschungel. Was willst du denn wissen? Was hast du nochmal? Ach, stimmt das da? Okay, das können wir gebrauchen. Das brauchen wir unbedingt, das mit dem Heilen. Und mehr aushalten. Okay, machen wir Härte noch auf 10. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Da haben wir nur 7. Okay, schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Schade. Habe ich mir verbaut. Naja, zu spät. Okay, gehen wir. Wir gehen. Erstmal da. Ich habe Garcias Telekinesehand. Gut, ich kann den Namen auch nicht mehr hören. Nein, rauch nicht. Brauchst du auch nicht. Er ist tot. Der gierige Sack hat's nicht besser verdient. Suchen wir uns ein neues Ziel. Ja, vergessen wir die Scheiße hier, was passiert ist. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Lassen wir den Scheiß hinter uns. Okay, erstmal... Okay, wir müssen nur dahin. So. Zur Schwertküste, das wird mal übersprungen. So, wir haben Zeilig. Wir sollen mal dahin gehen, um zum Schmieden. Ist der einzige Ort. Ist auch totaler Rotz, aber naja, es geht nicht anders. Wir müssen noch einmal hin und her segeln. So. Komm mit. Komm mit. Gut. Oder nee, warte. Wir sollten uns wieder trennen. Ich nehme mal Bones mit. Der kann eher mal ein bisschen mitgehen. So, wenn wir schon mal hier sind. Komm mit. Klar. Dann kannst du schauen, was du verpasst hast. Ein Abenteuer. So, das alles hast du hier verpasst. So, die Reise bis hierhin. So, ein bisschen schneller laufen. Ich muss schmieden.
Ich muss schmieden. So, und die haben bestimmt nichts Neues hier. Und der sauft immer noch. Tag und Nacht sauft er hier, jeden Tag. Hat ja ein tolles Leben. Bring mir was bei. Was willst du denn lernen? Na, was hast du denn nochmal? Schmerztöter verlängern. Ja, das können wir gebrauchen. Zeig mir, wie ich die Wirkung von Schmerztöter verlängern kann. Typisch, Mann. Du stürzt das Zeug immer direkt die Kehle runter, oder? Ja. Wie denn sonst? Das Zeug schmeckt widerlich. Weil es länger wirkt, wenn du es langsam trinkst. Am besten behältst du es noch eine Weile im Mund. Versuch es mal, auch wenn es eklig ist. Okay, verstehe. Ja, wie ein Wein. Muss man es trinken. Schön genießen. Okay. Ich will die Leute noch besser einschüchtern. Du willst dich an die harten Kerle trauen, was? Ja. Ich sag dir mal was. Es geht genauso wie bei den Feiglingen. Die harten Typen glauben dir nur nicht alles. Du musst also auch so aussehen wie das, was du ihnen androhst. Die Augenklappe ist schon mal klasse. Die macht mächtig was her. Mhm. Wenn du jetzt noch ruhig bleibst, sollte das eigentlich schon reichen. Wer Angst hat, redet viel. Wer keine Angst hat, bleibt ruhig. Verstanden? Ja, verstehe. Okay, deswegen bin ich so ein ruhiger Typ. Verstehe. Ich will wirklich jeden einschüchtern können. Das Wichtigste hast du schon erledigt. Man hat was über dich gehört und du machst mächtig was her. Mach jedem klar, dass alle Geschichten über dich untertrieben sind. Dein Ruf erledigt den Rest von ganz allein. Okay, so klappt das. Gut. Lass uns handeln. Aber jetzt auch mal gelernt, wie das geht. Das ist ja schön. Okay, hier ist nichts Neues. Tschüss, und wir haben noch 7000 Gold. Alles klar. Gut, dann gehe ich nachher nochmal zu den Shakanumbi zurück. Um da noch was zu lernen, was geht. Was der Vergangenheitswunder nicht gesammelt hat. Aber jetzt erstmal hier. Okay, was können wir denn hier schmieden? Okay. Warum ist das denn hier unterteilt? Eine Hiebwaffe 60 bis 100. Ohoho. Ist noch ein bisschen besser als das andere Schwert. Und gerade deswegen macht das dieser Tempel noch mehr billig. Was war denn da jetzt so toll daran? Selbst hier haben wir ein besseres Schwert als das, was wir da gefunden haben. Okay, der Tempel ist echt komisch. Richtig unnötig. So, dankeschön. Okay, das hätten wir schön. Okay, 2 Quests haben wir erledigt. Was fällt denn da noch? Sturmwind. Wenn ich den Griff finde, kann ich das vielleicht reparieren. Ach, das fällt mir noch. Ach, Mist. Das fällt mir noch, okay. Dachte, ich hätte schon alles. Schade. Okay, warte mal. Was habe ich denn jetzt hier genau gemacht? Was habe ich jetzt hergestellt? Okay. Das ist genau gleich. Okay, ist nicht das mit dem 100. Mit dem 100 Schaden, schade. Okay. Hast du es vielleicht? Erweck mich. Zeig mir deine Ware. So ganz zufällig hast du es. Schade. So, tschüss. Okay. Na, Bones, was hältst du von dieser Stadt? Was sagt dir dein Gefühl? Sehr großes Areal, da kann man sich schnell verlaufen. Glaub mir, das habe ich hier auch das ein oder andere Mal. Ja, das stimmt. Dann passen wir besser auf, dass es nicht doch noch passiert. Ah, hier habe ich mir sehr oft verlaufen. Und wusste nicht, wohin zuerst. Das war eine schwere Zeit. Tja. Ist da wer? Was geht ab? Zeig mir deine Ware. Ja, zeig mal her und zeig mal nicht her. Tschüss. Okay, das war's ja schon. Da oben ist uns nichts mehr. Gut, wenn wir schon mal hier sind, noch einmal kurz hier vorbei. Wieder einmal. So, Julu Julu. Geh, yalla yalla. Ja, ich geh ja schon. Tschüss. Aber vielleicht das letzte Mal, dass wir uns sehen und er will, dass wir gehen. Das ist echt traurig.
Hoshi, Tabonga. Ah, ist eine seltsame Freundschaft. Okay. Zeig mir deine Voodoo-Kunst. Oh Gott, ich sehe gerade, ich habe das hier nicht gelootet. Lass uns handeln. Der Vergangenheitswahn hat das hier nicht gelootet. Na, auf den ist echt kein Verlass, der Junge. Der macht hier ja gar nichts. So, tschüss. Jetzt erstmal weg hier. So, geh wieder schlafen. Denn ich habe noch was zum Looten. Na los, leg dich hin und geh schlafen. Ist ganz normal, dass ich hier stehe. Ist überhaupt nicht creepy. Huch. Okay. Das war Magie. Das war Voodoo. Wollte mich vom Looten abhalten. Aber keine Chance. Okay, ne. Ist auch nicht so interessant. Gut. Dankeschön und tschüss. Ja, hier ist niemand. So, was geht ab? Der Häuptling, der keine Hütte hat. Wir kehren zurück zu den Shaganobi. Du musst deinen Weg gehen. Ja, alles klar. Okay, glaube, hier ist nichts Neues. Wir haben alles gelernt. Auch das mit dem Speerkampf. Dachte, da würde noch was fehlen. Wer da? Ulele. Ukulele. Ukulele lala. Okay. Gut, wir gehen zurück. Hier ist nichts Neues. Na schön, dann Insel der Toten. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. So, Insel der Toten ist jetzt dran. Hat lange genug gedauert. Du hast erstmal episch dahin segeln. Das habe ich jetzt auch kaum noch in Erinnerung, was uns da erwartet. Ein, zwei Dinge weiß ich noch, aber der Rest nicht. Tralalala, tralala, ja, ist auch schön ruhig. Okay, sieht interessant aus. Vor allem das Schiff da. Okay, es wird unheimlich. Die Insel der Toten. Ja, und jetzt kommt die große Frage. Wen nehmen wir mit? Tja. Ja. Patty. Will ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir mit Stahlbats Geist reden. Die muss dabei sein. Tja, Chani wäre auch interessant. Weil Shaganumbi. Und Bones, weil er hier was will. Und auch weil Shaganumbi. Tja, Jafar. Ja, ist eigentlich am wenigsten interessant, aber... Tja. So ganz ausgeschlossen soll auch nicht sein. Tja. Also die Frage wäre zuerst... wenn wir das da machen? Ist ja die Frage, ob wir dann zurückkehren können. Jederzeit. Um das Crewmitglied auszutauschen. So, denn falls das geht, würde ich erstmal das alles tun. Und dann, bevor wir mir mit Stahlbats Geist reden, gehe ich zurück und nehme Patty mit. Aber dann ist die Frage, wen von den beiden nehmen wir mit? Tja. Okay, ich würde sagen, ich nehme Bones mit. So, das mit Chani wäre auch interessant. Aber wir nehmen mal Bones mit. Und hoffen, dass wir Patty später mitnehmen können. Das wäre schön. Na komm schon. Dankeschön. Also für die Speicherstände. Da. Ich spüre, dieser Ort ist etwas Besonderes. Ich würde nur zu gerne diese Insel betreten. Klar, und dann bin ich dich los. Nein, du bleibst schön, wo du bist. Was? Komm mit. Sicher. Ja, das ist nicht schon zu entscheiden. Ich bin der Captain hier und nicht du. Na, Hawkins, was geht ab? Bei dir noch alles okay? Alles im Lot, Sir. Keine besonderen Vorkommnisse. Gut, und wie stehen unsere Chancen? Unverändert.
immer noch völlig aussichtslos, Sir. Sehr gut. Weitermachen. Ei, Captain. Na schön, weiterkochen. Viel Glück, Captain. Na, ja, dir auch mit dem Kochen. Auch wenn es aussichtslos ist. Viel Glück dabei. So. Na, ah, er meint das Kochen. Na stimmt, das ist ja auch noch. Die letzte Insel. Willst du dir die Insel mal ansehen? Nein, mein Freund. Ich bin dem Tod schon so oft von der Schippe gesprungen. Ich muss ihn nicht auch noch herausfordern. Okay, was ist denn hier mit den Gargoyles? Was sagst du zu dieser Insel? Das ist das Reich der Toten, nicht wahr? Ja, sieht ganz so aus. Nein, hier werden wir keine Brut der Gargoyles finden. Ich glaube nicht, dass sie sich mit den Toten arrangieren würden. Lass uns woanders weitersuchen. Na, gibt nichts mehr, ist alles. Okay, wir haben's geschafft. Die Kammerjägeraufgabe, wir haben's geschafft. Waren das jetzt alle Gargoyles? Ja, mein Freund. Du hast die Gefahr abgewendet. Geil. Ich wüsste nicht mehr, wo sich die Gargoyles noch hätten einnisten können. Das hast du ganz hervorragend gemacht. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber für mich bist du der größte Kapitän der Südsee. Hier, nimm dies als Lohn und Andenken an die unerbittlichen Kämpfe gegen die Gargoyles. Okay, danke schön. 2500 Gold. Geil. Oh, wir haben einen treuen Fan. Oh, das ist echt schön. Tja. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Jederzeit wieder. Das nächste Mal vielleicht in einer etwas ruhigeren Zeit. Na, das bezweifle ich. In Riesen 3 wird es bestimmt nicht ruhig sein. Tja. Okay, ich hoffe, wir sehen ihn bei Riesen 3 wieder. Dann bist du jetzt am Ende deiner Reise? Männer wie wir sind nie am Ziel. Das weißt du noch besser als ich. Die nächste Herausforderung lauert immer hinter der nächsten Biegung. Ja, in Riesen 3. Was wirst du nun tun? Mein Platz ist an deiner Seite, solange dieses schreckliche Frauenzimmer diese Welt bedroht. Gut. Dann lass uns weiter segeln. Ja, du hast noch eine Mission zu erfüllen. Ich werde dich dabei nach meinen besten Kräften unterstützen. Auf geht's, Captain. Alles klar, Dankeschön. Gut, tschüss.